Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Valheim. Wie angekündigt habe ich jetzt soweit aus der Krypta das Eisen rausgekratzt, habe die Materialien fürs Schiff grob vorbereitet. Und dann können wir gleich mal loslegen. Ich muss mir auf jeden Fall die Nägel hier noch machen, die habe ich noch nicht gemacht. Ich habe jetzt hier Holz gefällt, die Krypta soweit ausgekratzt gehabt. Und habe währenddessen einfach nur ein bisschen Eisen eingeschmolzen, deswegen habe ich da noch nicht die Nägel fertig gemacht. Aber das sollte ja tendenziell das kleinste Problem sein. Und so, dann haben wir jetzt insgesamt schon 70 Nägel. Hier ist mein 40 Edelholz, 40 davon. Das heißt, ich brauche jetzt noch 30 weitere Nägel. Oh, überladen, das ging ja schnell. Nägel so viel? Nee. Die Kohle könnte es aber auch noch sein. Hier, schmeiß die Kohle lieber da rein. Ach, wird's gerade Nacht? Oder nur schlechtes Wetter? Okay. Die Beleuchtung und das Wetter sind sich wohl noch nicht ganz einig, was sie wollen. Ma? Wow! Ja. Geil. Oder? Ah, das vorne. Okay. Ja, Speicher. Komm, würde ich mal sagen, lass uns doch mal alle Sachen hier mitnehmen. Ja. Und ich auch noch. Ah. Das war wohl einer zu viel. Auch die, wenn ich noch Dinge abnehmen will. Warum ich das hier gerade alles abreiße, ist, ich habe ja jetzt hier soweit vor anzulegen bzw. abzulegen. Und hier die Krypta, so die habe ich ja jetzt fertig, ist ein ziemlich weiter Fußmarsch. Und ich weiß nicht, wie weit das da hinten noch geht. Ich möchte nicht, wenn ich mir überall Eisen suche oder ähnliches, immer komplett diesen langen Weg hier zurücklaufen. Deswegen werde ich mir jetzt das Schiff schnappen. Mal gucken, ob ich damit vorankomme. Und dann vielleicht irgendwo eine bessere Stelle finden und vielleicht einen kleinen Außenposten oder sowas errichten. Hier glaube ich gar nicht so verkehrt. So, nehmen wir das Portal auch mit. Dann haben wir einfach alles dabei. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich gerade Nacht. Okay, der ist auch noch nicht fertig. Kann ich irgendwo die Tageszeit ziehen? Beziehungsweise kann ich eigentlich was auf dem Boot bauen? Oh, was ist das denn?
verstärkte Kiste. Ah, das ist mir aufgefallen. Das geht nicht. Ein Bett? Nö. Nö, schade. Naja, bringen wir die Sachen erstmal rüber. Und hier diese schweren Sachen. Okay, ich hätte das vielleicht gar nicht reinschmeißen sollen. Wie viel ist da jetzt noch drin? 2. Gut, das warte ich noch kurz ab. Das heißt, ich Kohle nachlegen muss. Daran soll es aber nicht scheitern. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, wie das mit diesem Boot da funktioniert. Ach übrigens, mir ist aufgefallen, dass man hier diese grünen Klumpen an dem Baum kann man abbauen. Kommt irgendwie Glibber raus, dann kann man wohl grüne Fackeln bauen. Mal einen schönen Blick auf das Schiff. Ja. So, einer noch. Ist doch doch Nacht, oder? Ah! Ich wiederhole mich hier hin und wieder mal. Da ich gerade überhaupt nicht abschätzen kann, welche Tageszeit wir haben. Ich gehe aber mal davon aus, dass es gerade Nacht wird. Dann würde ich natürlich einmal nochmal nach Hause und schlafen. Und das machen wir natürlich einmal mit dem Portal. Oder auch nicht. Dafür bräuchte ich einmal hier. Das da und das da. So, zack. Schlaf war das, glaube ich. Übrigens, ich habe es geschafft, mein Lager mal auf die Reihe zu kriegen. Also. Moment. Ich habe mein Lager aufgeräumt gekriegt. Ich bin auch sehr begeistert von mir. Nehmen wir den Kram mal mit. Also, ich habe das jetzt aus dem Erdgeschoss komplett rausgenommen. Es ist jetzt im ersten OG soweit. Ich habe mir quasi ein Regalsystem selber gebaut mit den Holzpfosten. Und mit Balken müssten es gewesen sein. Und habe sogar daran gedacht, das auszuleuchten. So, jetzt gibt es einmal Honig. Rübenernte mache ich jetzt mal noch nicht. Oder doch? Ach so, meine Korn sind übrigens hierher umgezogen. Komm, eine Rübe für neue Rezepte. Rübeneintopf. Und mein Schweinchen streicheln. So. Was ist denn ein toller Rübeneintopf? Na, noch mehr geiles Essen? Oh. Anscheinend kann ich sogar einen noch besseren Heiltrank machen. Da, Rübe. 50-50. Oh, Rübeneintopf. Ah, jetzt zeige ich euch erstmal mein Lager. Und zwar hier. Ich habe da mit den Balken Regale quasi gemacht, wo ich die Kisten reingesetzt habe. Hab da oben dran dann Schilder gemacht. So, dass halt gut zu erkennen ist, was, wie und wo. Und da sortiere ich doch mal kurz Stein und Honig weg. Steinfeuerstein. Hier, die Steinkiste ist leider schon voll, deswegen kann ich da nicht rein. Aber die wird früh genug noch leer werden, ich kenne mich. Honig, Honig, Honig. War hier. Hab noch nicht ganz im Kopf, was ich da wo gesetzt habe. Aber das ist erstmal egal. Dann nochmal eine Marmelade. Eine Runde schlafen. Oh, der Rübeneintopf gefällt mir gut. Ich glaube, ich müsste mal wieder anfangen, mehr auf die Jagd zu gehen und ein paar von diesen Keulen ranzuschaffen. So, Rübeneintopf, Würstchen und Marmelade. Klingt nach einer guten Mahlzeit. So.
Ja, du fängst an zu frieren. Das ist dann so. Wir wollen das Schiff ausprobieren. Na, na. Oh, ich habe schon wieder so einen Schleim, oder? Nein. Jetzt. Das heißt, ich habe jetzt das. Einmal auf das Schiff. So, wie mache ich das jetzt? Okay. Ah. Lass uns doch mal an der Außenküste vom Sumpf lang gucken. Boah, so weit weg vom Land. Biom! Ja, ja. Wollte mich hier nur mal ein bisschen umgucken. Der Wind scheint nicht sonderlich optimal zu sein. Oh. Ich muss gestehen, die Steuerung ist ziemlich intuitiv. Kann ich absteigen? Ja, geil! Das ist cool. Wo war denn diese komische Ebene eigentlich jetzt? Nicht, dass ich mich gleich mit irgendeinem Moskito schon wieder anlegen muss. Ah, da vorne. Wir kommen noch dran vorbei. Sumpfhütte? Da drüben geht der Sumpf also weiter. Okay. Okay. Lenkt sich ein bisschen träge, ist aber vollkommen in Ordnung. Es ist immerhin ein Schiff. Mein Wind ist nicht sonderlich gut. Ich hätte vielleicht doch in die andere Richtung gesollt. Aber vielleicht dreht der Wind ja nochmal. Ah, das Wasser vom Ozean sieht oben auf der Map auch leicht anders aus. Komm, machen wir mal drüber. Das Segel. Bisschen tiefer, also dunkler. So, dann ruder mal weiter. Wenn ich jetzt noch weiter nach links drehe, dann habe ich wahrscheinlich komplett Gegenwind. Oh, da ist ein scheiß Moskito. Bitte bleib da. Noch mehr neue Gegner. Cool. Ah, aufzulenken. Hätte ich nicht so gesunden Respekt vor diesem Moskito, würde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mit euch spielen. Sind das Kobolde? Die winken mir zu.
Oh, ist okay. Schick. Auf jeden Fall ist diese Schifffahrt super entspannt. Komm, nach dem nächsten Drehen dürfte ich ein bisschen Wind kriegen. Dann können wir mal Segel ausprobieren. Oh, shit. Ja. Passt das mit Wind? Ja! Wir haben Wind. Wow! Es ist so echt schnell. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt auf Land anlaufen. Oh. Mehr Wind. Steine, Wasser, nicht gegen, bitte. Sollte ich hier von der Küste aus noch so eine Krypta sehen, würde ich da vielleicht ein Zwischenlager einschlagen, aufschlagen. Dann könnten wir dieses Schiff hier nämlich voll mit Eisen zu kleistern, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Und dann kann ich irgendwann tiefenentspannt mit dem Boot Richtung nach Hause schippern. Das hilft mir zum Beispiel noch nicht bei dem neuen Boss, aber vielleicht finden wir darauf die Antwort hier in irgendeiner Krypta. So. Ja. Versteht dann Baumwasser. Das ist wieder dunkler Wald. Also so richtig viel mit Krypta sehe ich ja nicht, ne? Scheint noch eine Trollhöhle zu sein oder sowas. Ja, andere Richtung. Nicht auf Land, nicht an Land, nicht an Land. Okay. Bin ich jetzt festgefahren? Jetzt rudert er. Schön. Bitte. Ich möchte nicht festgefahren sein. Das Schiff war teuer. Los, komm. Wind. Ah. Ja. Hört auf, mein Schiff zu schlagen. Ich würde mal sagen, wir können auf jeden Fall hier nochmal in den Sumpf reingucken, ob wir hier eine Krypta finden. Hier, los, Ruder. Würde ich hier nämlich gleich auf dem Felsen hier vorne mal Halt machen, dann kann ich das Schiff auch gleich nochmal reparieren. Für die Folge heute sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich werde jetzt hier gleich nochmal andocken.
Nur, dass wir einmal sehen, dass ich nicht ganz unfähig bin. Los. Ah! Wie war das mit dem nicht ganz unfähig? Ja, okay. Eine Werkbank bitte. Ich brauche dafür Holz. Gut. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Mach jetzt einmal hier kurz die Station fertig. Auch schlechtes Wetter. Okay. Habe ich Holz genug? Ja. Komm, Bergbank einmal hierher. Portal. Da auch einmal hierher. Können wir nach Hause. Mit dem Hammer bitte einmal reparieren. Okay, vom Schaden ging das noch klar. Gehen wir kurz auf Schlaf. Ah, oh, sind jetzt erst bei 21 Minuten. Dann können wir ja einmal kurz querfeld ein zusammenrennen. Das ist ja kein Problem. Na. Ich will nur gucken, ob wir hier noch eine Krypta finden. Sieht aber nicht danach aus. Ne. Keine Krypta für uns. Schade. Ja, mal gucken, was ich jetzt, wo habe ich denn jetzt geparkt? Ich glaube, es ist schlau, wenn ich mir angewöhne, das zu markieren. Genau. Ist jetzt noch nicht so schlimm. Bis jetzt habe ich an einer sehr guten, gut zu findenden Stelle geparkt. Aber ich gehe mal davon aus, wir werden das Schiff noch länger haben und ich werde nicht immer so offensichtlich parken. Ich kenne mich dafür ein bisschen zu gut. Ja, gut. Was machen wir mit der Map jetzt hier soweit? Wir können jetzt da unten lang rumschippern. Beziehungsweise hier war ja auch Sumpf. Von hier aus. Ich muss mal gucken, ob ich mit dem Boot überhaupt nach Hause kommen kann. Hier könnte es breit genug sein. Hier auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt hier ganz außen rum, hier rum und dann da rein, dann komme ich auch nach Hause. Und im besten Fall würde ich dann unterwegs sogar noch einen Sumpf finden mit ein paar mehr Krypten. Dann habe ich da keine Sorgen mehr. Gut. Wir haben einen Plan. Und ein richtig schönes Schiff. Da vorne scheint eine Trollhülle zu sein. Brauche ich jetzt spontan nicht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.